Jo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem Video. Und ja Leute, im heutigen Video möchte ich euch mal den Afterpatch für den Service Car Merch Glitch zeigen. Was braucht ihr dafür? Ihr braucht dafür selbstverständlich eine Autowerkstatt. In der Autowerkstatt müsst ihr natürlich Zugang zu den Kundenfahrzeugen haben. Und ja, in der Autowerkstatt solltet ihr sich an das Auto begeben, von dem ihr die Settings übertragen wollt. Und natürlich entweder einen kostenlosen Energy oder halt ein Auto, was ihr nicht mehr benötigt. Und ebenso braucht ihr noch einen Bunker. Und wenn ihr dann eigentlich soweit alles habt, dann können wir auch schon direkt losstarten. Begibt euch einmal zu eurem Bunker hin. So, geht nur einmal in den Bunker rein. Da sind wir drin angekommen. Einfach den Bunker wieder verlassen. Für mehr brauchen wir den Bunker nicht. So, den Bunker einfach wieder verlassen. Und dann begeben wir uns wieder zu unserer Autowerkstatt. Sind wir dann in der Autowerkstatt angekommen, dann begeben wir uns zu dem Auto, von dem wir die Settings übertragen wollen. Steigen dann einmal in das Auto ein. Ja, in meinem Fall mache ich das alles mit dem Aspo. Einmal steuere kurz nach rechts, um das Fahrzeug zu modifizieren. Dort ändert ihr irgendwas. Ich ändere meistens irgendwas an der Panzerung. Ändert einfach irgendwas, was günstig ist, was ganz egal. Habt ihr was geändert, dann die Tuning-Werkstatt einfach wieder verlassen. So, wir begeben uns jetzt zu dem Auto, was wir merchen wollen. Und jetzt entweder einen Job anfordern von Simeon, von Gerald oder Martin. Das ist ganz egal von wem. Ich fordere einfach mal einen Job von Simeon an. Dann warten wir jetzt, bis der Job ankommt. Ist der Job dann angekommen, begeben wir uns einmal zum Auto, so dass wir die Meldung bekommen, dass wir mit Steuerkreuz rechts das Auto modifizieren können. Wir öffnen einmal das Handy und starten einmal den Job. Sind wir im Job angekommen, einfach den Job wieder verlassen. Wir drücken X. Sobald wir X gedrückt haben, spammen wir einfach Steuerkreuz nach rechts so lange, bis wir wieder sichtbar werden. So, und wenn wir jetzt wieder sichtbar sind, seht ihr, dass sich das Auto schon gemerged hat. Und als nächstes können wir das Auto auch ganz einfach abspeichern. Ihr seht, das Kennzeichen wurde auch übernommen. Perfekt. Als nächstes ja einfach nur das Auto abspeichern. Und zwar müssen wir das Auto jetzt kaufen. So, einfach Viereck drücken, um das Fahrzeug einfach zu kaufen. Ich stelle es einfach jetzt hier in die Autowerkstatt-Garage rein, damit ihr es auch gleich dann sehen könnt direkt. Dann warten wir einmal einen kurzen Augenblick, bis das Auto geliefert wird. So, wurde das Auto dann geliefert. Perfekt, einfach nur noch in das Auto einsteigen. Wenn ihr jetzt gefreezed sein solltet und nichts machen könnt, einfach dann einfach mal ins Options gehen, Options wieder verlassen und dann müsstet ihr normalerweise euch auch wieder bewegen können. Wir fahren jetzt wieder in die Tuning-Werkstatt rein. So, sind wir in der Tuning-Werkstatt angekommen. Hier einfach auch wieder irgendwas an dem Fahrzeug ändern, was ist auch wirklich ganz egal. Irgendwas Günstiges ändern und... Ja, um jetzt noch sicher zu gehen, dass das Auto wirklich abgespeichert hat, dann überstellt einfach mal einmal diesen Stellplatz, tauscht den Stellplatz einmal um und dann einmal das Outfit wechseln, damit die gelbe Ladeschnecke unten rechts kommt. Aber im Normalfall muss man das nicht machen. Also im Normalfall reicht es schon, wenn ihr irgendwas an dem Outfit ändert. Und Leute, das war's auf jeden Fall schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.